Moin, liebe Zuhörer, ich bin der Callcenter Crasher. Heute geht's um alles andere als die bekannte italienische Automarke. Trotzdem geht's um Alfa. Was die uns verkaufen wollen, seht ihr nach dem Intro. Ganz bekloppt wird's im letzten Anruf. Viel Spaß dabei! Hallo? Hallöchen, schönen guten Tag, Bruno Bosco am Apparat. Guten Tag. Komm, ich spreche ich gerade mit Herrn Röffelsburger, ja? Ja, das ist richtig. Ich grüße Sie. Ich melde mich diesbezüglich der Registrierung von Tensor Alpha AG, melde ich mich. Ja. Wolle Sie erstens mal herzlich willkommen heißen auf der Plattform, Herr Röffelsburger. Passt das gerade mit dem Anruf? Ja, das passt schon, das ist in Ordnung. Na, super, super. Herr Röffelsburger, was für eine Erfahrung bringen Sie dabei jetzt mit? Ja, eine kleine Erfahrung, will ich mal sagen. Kleine, okay. So, wir sprechen also halt im Daytrading-Raum. Ja, zum Beispiel auch, aber na, allgemein Trading. Ich Allgemeintrading, hatte früher okay. mal was mit Aktien gemacht. Und wie war die Erfahrung dort? Die Aktien waren nicht so gut. Das war damals noch Telekom-Aktien. Und Okay. das lief nicht so gut. Prozentualmäßig sind Sie halt nicht so dran gewöhnt auf große Wirtschaftung. Was bin ich nicht? So auf große Wirtschaftung, so auf Daytrading-Kurse mit, sage ich mal, gezielte Rohstoffe, Aktien, Devisen, Kryptos, die sich sehr groß bewegen oder volatile Möglichkeiten haben Sie nicht getradet, oder? Nein, bis Also jetzt nur nicht, nein. Aktien. Ah, okay. Weil bei uns, wir sagen es mal so, wir arbeiten generell auf dem Markt. Also wir haben es verstreut, immer unterschiedlich von den Informationen, mit denen wir zu tun haben. Weil in diesem Markt, man kann ja eins sagen, eine gute Information rettet alles, auf kurz gesagt. Also ich weiß nicht, wie gut Sie den Markt oder Börsengeschäfte verstehen. Ja, So im mit Blick. Grundzug verstehe ich die schon, ja. Na super. Also natürlich kann man muss ja verstehen, wir arbeiten auf dem Börsenmarkt, was ein Milliardengeschäft ist. Natürlich gibt es nicht nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sondern es entsteht auch die Gelegenheit, Geld zu verlieren. Also es steht auf beiden Seiten. Nur die Sache halt, wo man sich absichern kann, dass man kein Geld verliert, ist, wo man natürlich immer nachsucht auf die beste Information und auf die sicherste Information. In dem Sinne gehören technische Analysen, Fundamentaldaten und so weiter. In der Richtung, ich persönlich arbeite als ein Senior Account Manager der Firma. Ich kläre Sie mal auch ein bisschen auf, wie ich arbeite. Also ich persönlich arbeite 40% durch Erfahrung. Das heißt also, das bedeutet, dass ich die Indikatoren lesen kann, in welcher Richtung eine Kryptowährung gehen kann oder eine Währung sparen. Kann immer unterschiedlich werden. Prozentual gesehen ist es immer zwischen 61 bis 64% meistens. Sehe ich das tagtäglich ein, so 2 bis 3 Stunden Intervallen, auf welche Richtung sie sich orientiert. Und weitere 60% Zahl arbeite ich durch Information. Was das heißt, ist, dass wir natürlich auch sehr gute Beziehungen gegenüber Bankern haben, die weltweit verstreut sind. Da können wir zum Beispiel mal die Deutsche Bank nennen, JP Morgan, Chase New York und die Israel Bank aus China. Es gab auch eine ziemlich starke Branche, also Quelle von Russland, aber seitdem den Krieg mit der Ukraine ist es nicht mehr so spaßmäßig, nicht mehr der Fall. Ja, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel gute Informationen bekomme von verschiedenen Banken und die noch die Indikatoren die gleiche Richtung zeigen, da können wir natürlich auch mit was Großartiges rechnen. Weil schlussendlich wir in dieser Zusammenarbeit, also wir ziehen am gleichen Seil mit ihm, weil um die 97% des Gewinnes, was hier reinfließt, das bleibt bei Ihnen. Und 3% des Gewinnes, das bleibt bei uns. Also ich hoffe, dass Sie nichts dagegen haben. Naja gut, es ist klar, Arbeit muss ja auch bezahlt werden, das ist schon klar. Ja, natürlich. Also 3%, man sagt immer bei uns, dass meistens, was ich von den Geschäftspartnern bekomme, ist, dass wir zu klein verdienen oder zu wenig. Wenn ich nur zum Beispiel Sie als einen Geschäftspartner hätte, ja, könnte ich schon sagen, 3% ist schon wenig. Aber ich arbeite hier mit Ihnen heute, also angenommen, wenn Sie schon auch mit alles fertig sind,
knappe 1.377 Geschäftspartnern oder besser gesagt ein Portfolio von knappe 3,8 Millionen, ich spreche von Euro, und hoffe natürlich, dass wir auch nur weiter stärker und größer werden. Das ist ja mal die Ansicht. Irgendwelche Fragen, Unklarheiten? Ja, ich gucke gerade so ein bisschen Ihre Seite an. Muss ja mal ein bisschen was gucken. Ja, So. natürlich. Schauen wir mal. So. Ich sehe gerade, wo stehen denn die Daten für Ihre Firma im Prinzip? Die Daten von der Firma auf der Seite. Ja, ich suche Also das gerade. ist, Wo steht's denn? also sobald Sie bei der Tensor Alpha AG sind, auf der Hauptseite, da haben Sie erstens mal den Daytrading Chart. Also jetzt technisch mäßig, wie die Seite eingeht, das muss ich schon ehrlich gestehen, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das steht schon auf der Seite. Also da muss man nur recherchieren, nachschauen. Augenblick so. Ich versuche es noch mal so. Ja, boah. Ich sehe da irgendwie noch nichts über Ihre Firma. Okay, ich kann mich von das Ganze auch von meinen Assistenten informieren lassen, wie ich das Ganze finden kann, und dann kann ich Ihnen auch den Weg zeigen. Das ist kein Problem. Aber Weil die ne. Sache ist halt, wir arbeiten im Daytrading-Bereich eher auf den Kursplattformen die ganze Zeit, und deswegen gibt es immer Updates, woran, sage ich mal, das wieder verschönert wird oder, sage ich mal, das Ganze verändert wird. Man kann ja die Programmierung also sozusagen von der Seite niemals ja verstehen. Die bleibt ja nicht immer die gleiche. Deswegen kann ich jetzt gerade im Voraus nicht das Ganze Ihnen zeigen, wo das genau steht, weil ich weiß es selbst nicht. Ich habe noch mal eine Frage. Ihre Plattform, wie lange sind Sie denn schon am Markt überhaupt als Firma? Also generell mäßig als eine Firma sind wir seit knapp 7 Jahren. Also wir sprechen jetzt gerade schon nicht unbedingt viel, aber gleichzeitig auch viel, kann man schon Also, das sagen. heißt, Ihre Plattform ist genauso alt, denke ich mal, ne? Okay, gut. Und dann noch eine Frage, wo sind Sie denn reguliert? Von Finanzaufsichtsbehörden sind wir bei der BaFin registriert. Ah ja, oh Ich schön. denke mal, das Ganze sagt mir schon was. Das sagt mir schon was. Okay, ist ja kein Problem. Na super. Gut, dann können Sie mir doch sicherlich mal Ihre BaFin-ID geben. Die können Sie diesbezüglich bei der Seite schon auch mal Nee, sehe ich ja selbst nicht. in der Sehe ich ja Zwischenzeit nicht. finden. Ich bin ja auf Ihrer Seite. Wo steht denn nicht auf Ihrer Seite? Nee, ich meine, wenn Sie es auf der BaFin diesbezüglich sehen wollen, Ja, ob wir dann geben reguliert Sie mir sind mal oder Ihre nicht, können Sie sich. BaFin-ID, damit ich es ganz schnell finde. Dürfte ich erstens mal im Voraus was fragen hier? Natürlich. Weil ich habe gerade was besprochen und Sie haben auf einmal schlecht reagiert mit der Tonalität. Ich versuche natürlich so Mit der höflich wie möglich. Tonalität. Ja, ich würde es lieben gern haben, wenn wir uns nur die Unterhaltung immer auf gesunde Art und Weise Ja, bleibt. also für mich ist das gesund. Wenn ich mit einer Na Firma super, eventuell super. zusammenarbeiten will, dann möchte ich natürlich auch wissen, wo die Firma ist. Sie sind eine deutsche Firma, das heißt, Sie müssen ja dann auch bei der BaFin reguliert sein und deswegen frage ich nach Ihrer BaFin-ID. Haben Sie die Seite von der BaFin? Natürlich. Dann gehen Sie mal bei der Unternehmensdatenbank. Ja, ich brauche nur noch Ihre Nummer. Brauchen nicht die Nummer, Sie können nur den Namen eingeben. Nö, die Nummer ist einfacher. Die Nummer ist einfacher. Also das sind jetzt Genau. gerade Informationen, auf denen man die Suche eingeben muss. Eine kurze Sekunde. Ja. Das sind also Informationen in der Richtung, wo ich jetzt gerade die Suche einsetzen muss. Also das Ja, sind nicht dann suchen Sachen, die Sie ich mal. Kein auswendig Problem. weiß. Kein Problem. Also da können Sie jetzt gerade die Q21 aufschreiben. Nein, nein, ich möchte Ihre BaFin-ID haben. Ja, das ist ja von der generelle Q21 Kapital. Das ist also diesbezüglich die Die Mutterfirma von BaFin-ID unserer möchte ich Seite. haben. Ihre ID, das sind sechs Zahlen.
Das ist die 159433. 433. Die So. Buffin-ID ist die 10159 Was denn? Eben haben Sie was anderes vier. gesagt. 10159433 ist die Buffin-ID. Die Also nochmal BAC-Nummer ein, ist no, 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 1. langsam. Welches ist jetzt Ihre BaFin-ID? Das ist die 10159433. 433. Okay, dann suchen wir doch mal. Nee, keine Ergebnisse. Diese Nummer ist nicht bei der BaFin registriert. Kann ich Sie durch die Sprünge helfen? Nee, brauchen Sie mir nicht. Ich habe es so eingegeben. 101 59433 ist nicht bei der Das BaFin Problem registriert, diese Nummer. ist halt, ich versuche es Ihnen gerade zu zeigen, weil ich habe es vor mir jetzt gerade Ja, schon auf die Sie haben Suche. mir die BaFin-ID genannt und das ist nicht richtig. Das ist das Problem. Haben Sie es bei der Unternehmensdatenbank von der Natürlich. BaFin gesucht? Natürlich. Und? Ja, ich sage es Ihnen doch. Die 101 59433 ist, da sagt mir die Unternehmensdatenbank keine Ergebnisse. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wieso das nicht vorkommt. Ja, das weiß ich auch nicht. Schreiben Offensichtlich, Sie weil bei es den keine Un BaFin-ID ist. Schreiben Sie es bei der Unternehmen beim Unternehmenssuche die Q21. Das ist die Mutterfirma von Tensor Alpha AG. So. Dann gehen wir noch mal. Q21. Genau. Nur So. Q21 und dann kommt das schon. Q21. So, dann suchen wir da mal. So. Gut. Die Q21, die ist registriert und die offensichtlich reguliert. Aber die Tensor Alpha AG ist es nicht. Ja, das ist ja Tochterunternehmen. Nein, In das der gilt. Gesellschaft. Nein, 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 nein. Die BaFin reguliert nur die einzelnen Unternehmen und nicht die Mutterkonzerne. Die Sache ist halt folgendes. Sie müssen es so verstehen, dass wir ein Konzept nicht nur in Deutschland arbeiten. Ja, aber Wir Sie haben sind eine. weltweit Sie haben. tätig. Sie sagen, Sie Also als haben. allererstes, eine Sache muss Augenblick klar mal, und deutlich sein. Augenblick Ich habe mal. hab das Ihnen im Voraus gesagt. Wenn Sie die Unterhaltung nicht unter Ja, nein, ich Normalkontrolle glaube, ich halten, brauche die können wir uns nicht Unterhaltung nicht, weil Sie unterhalten. lügen mich ja schon an. Sie lügen mich ja schon an. Seit dem 7.4.23 ist diese Seite online. Das war also die Tensor Alpha AG. Nicht zu verwechseln mit der Tensor AG, die eine deutsche Firma ist und Fluggeräte wie Gyrokopter herstellt und vertreibt. Diese Tensor Alpha AG ruft natürlich ohne ein Opt-in an und scheitert an der BaFin-Regulierung, denn die BaFin reguliert nur die Firmen selber und nicht etwaige Mutterkonzerne. Außerdem reguliert die BaFin grundsätzlich keine Kryptofirmen. Das war der erste Alpha-Streich und der zweite folgt sogleich. Ja, hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ich bin gerade mit der Hartmut Sinnrecht. Bitte? Ich grüße Sie. Leon Weber ist mein Name. Ich bin der Kommandeur von der Firma Bitcoin beim Online Trading. Wo Sie haben gerade bei uns eine Anmeldung gemacht. Ist Können das richtig? Sie etwas langsamer reden? Ich verstehe Sie kaum. Okay, ich erkläre Sie nochmal. Also, ich bin der Kommandeur von der Firma Bitcoin. Wo Sie haben gerade bei uns eine Anmeldung gemacht. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Es freut mich sehr. Ich habe Ihnen eigentlich angerufen, Ihnen weiterzuhelfen mit den ganzen Nicht so Informationen, wie schnell, das hier bitte, wieder. nicht so schnell. Langsamer reden, sonst versteht man Sie nicht. Okay. Ich habe Sie angerufen, Ihnen weiterzuhelfen mit den ganzen Informationen, wie das läuft und wie das funktioniert, ja? Okay. Ich wollte Ihnen erstmal fragen, bitte. Haben Sie schon früher Erfahrung gehabt oder das ist das erste Mal, dass Sie das machen möchten? Ich hatte schon mal Erfahrung. Okay. Und jetzt haben Sie Interesse gezeigt, dass Sie möchten gerne mit dem automatisierten System, mit dem Roboter zu arbeiten, ja? Das ist richtig. Okay, ich erkläre Sie. Also, wenn Sie zum Beispiel bei uns ein Konto aktiviert werden, Sie bekommen von unserer Firma Ihre persönliche Finanzberater, wo das bedeutet, dass er wird Ihnen anrufen und er macht für Sie einen Finanzplan, wo Sie mehr Geld verdienen können, ja? Ja. Und
Das bedeutet, er ist verantwortlich für Ihre Handelskonto, der öffnet und schließt die Operationen für Sie und er macht die ganze Arbeit auch für Ihnen. So wie Sie bei der Werbung gesehen haben, das Arbeit läuft alles automatisch mit dem Roboter und alles weiter, ja? Und alles weiter? Und was bedeutet und alles weiter? Zum Beispiel mit dem Roboter reden, wo das bedeutet, wir werden für Sie das Arbeit machen, wo der Berater wird Ihnen die Operation öffnen und schließen und alles, die ganze Arbeit, ja. Und Sie werden Ihre Einlogdaten bekommen, zum Beispiel von der Plattform, von Ihrem Handelskonto, wo dort schauen Sie alles, wie viel Geld Sie gewonnen haben, wie viele Operationen Sie geöffnet haben und alles weiter, ja. Ja. Und alles, Sie haben dann nur zwei Beträge, wo Sie können zum Beispiel investieren, ein Konto zu aktivieren. Das Minimumbetrag, es ist um die 250 Euro, ja. Und dann haben Sie die Standardkonto mit der 500 Euro. Ich wollte Ihnen fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie gerne erstmal starten? Ja, erstmal würde ich gerne ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Die Firma heißt die Alpha Trade, ja? Ja, okay, gut. Und wo das ist die Alpha Trade und dort haben Sie das an Video gemacht und Ihre Daten sind weitergeleitet bei der Plattform, ja? Und dann werden Sie schon mal das Konto schon aktivieren, dann werden Sie mit dem Bitcoin arbeiten. Ja, gut. Und Sie werden natürlich den Berater zur Verfügung haben, wo Sie bekommen nur den E-Mail-Adresse, WhatsApp und die Telefonnummer und alles weiter, wo Sie werden immer mit dem Finanzberater zu Ihnen. Reden Sie nicht so schnell, ich verstehe wie Sie wieder kaum. Also nochmal, ich habe Ihnen erklärt, der Firma heißt die Alpha Trade, so wie Sie bei der Werbung gesehen haben, ja? Und ja. Sofort, dass Sie das Konto aktiviert haben, Sie bekommen Ihre persönliche Finanzberater zur Verfügung. Sie werden den Anruf, den Telefonnummer bekommen, den WhatsApp, E-Mail-Adresse, ja. Und dann der wird für Sie immer erreichbar sein und es fällt wohl auf Ihr Handelskonto, ja. Ja. Und dann ist ein Konto zu aktivieren, es ist die 250. Reden Sie nicht so, Sie reden wieder so schnell. Und Sie fürchterlich. Also Sie verstehen das mal nicht, weil ich rede nicht schnell. Doch, Sie reden sehr schnell und reden sehr undeutlich. Versuchen Sie doch mal ein bisschen klarer zu sprechen. Nochmal. Ich habe Ihnen gesagt, 250 Euro ist das Konto zu aktivieren, das Minimumbetrag. Ja? Ja. Und Sie wollten eigentlich mir das Minimum erstmal machen, oder? Nö, das habe ich noch nicht genau festgelegt. Erstmal wollte ich ein bisschen was über Ihre Firma erfahren. Sie haben ja bis jetzt. Nein, haben Sie nicht. Wo sitzt denn Ihre Firma? Wo ist der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Also der Firma, wir arbeiten in ganz Europa, wo wir unser Büro haben, aber wir arbeiten nur in Deutschland, Österreich und Schweiz. Das habe ich nicht gefragt. Es ist in Österreich, in Wien. Der Hauptsitz ist in Österreich und Wien. Ja. Okay, haben Sie da mal die Adresse für mich? Natürlich. Was brauchen Sie noch? Brauchen Sie auch das Lizenz und alles weiter haben? Das wäre nett, ja. Gerne. Dann schicken Sie das auf dem E-Mail und dann können Sie alles in Ruhe lesen. Nein, das können Sie einfach sagen. Das können Sie mir einfach sagen. Ja, Alpha sagen, ich habe Ihnen nur gesagt, ich will Sie das alles. Sie reden wieder so schnell, dass ich nichts verstehe. Ja, das ist nicht meine Schuld. Nee, doch gesagt, Sie reden zu schnell. Sie reden zu schnell, dass ich nichts verstehe. Soll das meine Schuld sein, dass Sie so schnell reden? Also nochmal, ich habe Ihnen gesagt, ich will Sie das auf der E-Mail-Adresse schicken lassen. Was brauchen Sie noch über die Adresse? Das hatten wir doch gerade schon gesagt. Nennen Sie mir bitte jetzt mal die Adresse. Hallo? Denn Hartmut, die Frage ist, haben Sie die Interesse dabei? Natürlich, deswegen habe ich ja gefragt, wo Ihre Firma sitzt. Deswegen frage ich ja. Ja, die Firma sitzt, dann werden Sie das auf dem E-Mail bekommen. Sie reden wieder so schnell. Sie reden wieder so schnell. Können Sie nicht langsamer reden? Sie reden so und... Ach, schon zu Ende. Hallo? Hallo, guten Tag. Sprich gerade mit Herrn Regensburger. Das ist richtig. Wer spricht da? Hier ist Jörg Weber. Jörg Weber ist der Name. Ich bin von dem Sport Alpha Trader. Sport Alpha Trader, ja. Genau. Da haben Sie gerade eine Anmeldung hinterlassen, ja?
Richtig, habe ich. Okay, für was sind Sie interessiert, mein Lieber? Zuerst. Am Geld verdienen. Geld verdienen. Okay, bestimmt, Sie haben schon mal das Werbung gesehen, dass die Minimum schon 250 Euro ist, ja? Ja, es ist ein bisschen wenig, aber ist in Ordnung. Wie bitte? Sprechen Sie nicht so gut Deutsch. Ich habe gesagt, das ist ein bisschen wenig zum zu traden, aber es ist schon in Ordnung für den Anfang. Wollen Sie mehr investieren? Natürlich, langfristig ja. Wie viel? Wie viel? Das weiß ich jetzt und ich muss ja erstmal sehen, ob es bei Ihnen klappt, ob Sie gute Arbeit leisten. Natürlich klappt, natürlich. Das weiß ich ja noch nicht. Okay, dann also eine Kreditkarte verwenden Sie schon? Ja, schon, aber erstmal möchte ich ein bisschen was über Ihre Firma wissen, bevor es zur Kreditkarte geht. Wie bitte? Sie verstehen wirklich nicht so gut Deutsch. Wo sitzen Sie denn? Wo ist denn Ihre Firma? Ich verstehe. Unsere Firma ist neben dein Haus. Wo bitte? Neben dein Haus. Erstmal, wir sind per Sie. Ich duze Sie ja nicht. Also. Wie bitte? Wo? Ja, natürlich. Sie hören gut, ja? Also. Ich höre nicht so gut. Ja, wahrscheinlich verstehen Sie nicht so gut. Okay, kein Problem. Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Wo ist der Sitz unserer Firma? Richtig, der rechtliche Sitz Ihrer das Firma. Das ist im England. In England, okay, prima. Gut, das heißt, Sie sind eine Firma aus England, aus UK. Ja. Okay, wo sind Sie denn dann reguliert als Firma? Wo sind wir reguliert? Richtig. Wir sind bei dem BaFin in Deutschland. Die BaFin ist ja nur für Deutschland zuständig. Aber okay, kann ich ja gerne überprüfen, kein Problem. Dann sagen Sie mir mal Ihre BaFin-ID. Wollen Sie unsere BaFin-ID? Richtig. Wer sind Sie, dass Sie unsere ID geben kann? Wer sind Sie sind sogar verpflichtet, jedem eventuellen Kunden Ihre ID zu geben. Dazu sind Sie verpflichtet. Wer sind Sie zuerst? Also wer sind das haben Sie, zuerst? Sie doch vorher gesagt. Sie kennen mich doch. Ich kenn dich nicht. Nicht du, sondern dich oder sondern sie. Ich kenne sie nicht, heißt das. Ich kenne dich nicht. Sie heißt das. Sind Sie so unseriöses Unternehmen, dass Sie die Leute duzen? Sie sind also kein seriöses Unternehmen, wenn Sie die Leute duzen? Was sind Sie? Sie hören, vielleicht sollten Sie die Musik ein bisschen leiser machen, dann verstehen Sie mich auch. Das ist so einfach, ist besser. Was nuscheln Sie da? Ich verstehe kein Wort. So kann ich arbeiten mit der Musik. Ja, gut. Ja, aber Sie müssen mich mit Sie ansprechen. Wir sind hier in Deutschland. Also, wo sind Sie reguliert? Wo sind Sie in Deutschland? Wo sind Sie reguliert, habe ich gefragt. Wo sind Sie? Sie sind also, ja, okay, dann sind Sie also ein unseriöses Unternehmen, okay. Nochmal, genau, unseriöses Unternehmen. Ja, das habe ich festgestellt. Genau, ist Ihre Meinung. Ja, Sie können Sie mich mal ausreden lassen. Also, Sie können mich ja gerne vom Gegenteil überzeugen. Und lassen Sie mich ausreden! Sie sollen ein seriöses Unternehmen sein? Wer sind Sie überhaupt? Mhm. Sie sind ein Betrüger sicherlich. Sie sind ein Scammer. Mein Name ist Jörg Weber. Ja, natürlich, ganz klar. Jörg Weber. Gut, dann geben Sie mir mal Ihre BaFin-ID. Wollen Sie unsere BaFin-ID wollen? Richtig, haben, ja? Genau. Schreiben Sie unsere BaFin-ID dann. Ja, kann dann los. 69 weiter. Was? 69 wieder. 69. Okay, prüfen Sie das? Nein, 69 ist keine BaFin-ID. Ist keine BaFin-ID, ja? Nein, nicht. Schreiben Sie mal 9696. Ah. Ein ganz dummer Scammer. Achso, wer sind Sie zuerst? Das haben Sie doch schon Wie ist gesagt. Dein Name? Ihr Name. Und ich. Wie ist Ihr Name? Sie doch gesagt. Regensburger ist mein Name. Und Vorname? Stephanius Regensburger.
Wie alt sind Sie? Also, so weit geht's ja nicht. Ich bin 48, reicht das? 48 sind Sie. Ja. Und als was arbeiten Sie? Was sind Sie beruflich? Ich bin selbstständig. Selbstständig? Natürlich. Was für eine Firma haben Sie? Ich habe eine Stahlbaufirma. Stahlbaufirma, oh super. So, und jetzt sind Sie dran. Jetzt sind Sie dran mit Informationen geben. Wo sind Sie wirklich reguliert? Wo sind Sie reguliert? Ja, das ist meine Frage. Sie können sie auch gerne nochmal wiederholen, falls Sie es immer noch nicht verstanden haben. Ich habe ja nicht gefragt, wo sind Sie reguliert. Ich habe Sie gefragt, wo Sie reguliert sind als Firma. Sie sind als Firma. Laber. Genau. Ich bin also sind Sie doch nur ein Betrüger. Okay. Dann sind Sie also nur ein Betrüger. Okay. Ich bin ein Finanzberater. Ja, genau, gut, okay. Genau, ich bin 40 Jahre alt. Das reicht für Sie, ja? Ja, Sie machen also auch mit Kryptos, denke ich. Nochmal? Ja. Sie arbeiten auch mit Kryptos? Natürlich. Dann erklären Sie mir bitte mal die Blockchain. Was soll ich vom Blockchain sprechen? Sie sollen mir sagen, was die Blockchain ist. Was ist Blockchain? Genau. Blockchain ist Blockchain. Ah ja. Sie sind ein Finanzberater. Eine Crypto-Exchange ist das. Nein, die Blockchain ist kein... Nein, ist nicht. Ist völlig falsch. Okay, kein Problem. Also es ist völlig klar, dass Sie einfach ein dummer Betrüger sind. Es ist jetzt schon völlig klar. Soll ich es nochmal sagen? Dummer Betrüger. Auf Englisch Scammer. Genau, das sind Sie. Ja, genau. Oh, super. Super, ne? Aber wissen Sie was? Ja, ich weiß es, dass du ein dummer Betrüger bist. Die deutschen Leute sind die beste Opfer, ja? Ja, nee, aber nicht bei mir. Du bist so dumm, du merkst gar nicht, wie lächerlich du dich machst. Du merkst gar nicht, wie lächerlich du... Ja, ja, du hast heute bestimmt schon ganz viele Anrufe gekriegt, richtig? Genau. Ja, ne? Hallo, heute hast du mich schon. Mich hast du heute auch schon eingeladen. Alter, du merkst gar nicht, wie viele Anrufe du gekriegt hast, dass alles Scambaiter sind. Bist du dämlich? Du bist so dämlich. Mach Feierabend. Macht Spaß, so blöd zu sein. Digga, mach Feierabend. Kann man da stolz drauf sein? Hallo, kann man da stolz drauf sein, ein Vollidiot zu sein? Mann, bist du lächerlich. Der schnallt es immer noch nicht. Dein schlimmster Albtraum bin ich. Oh, ich auch. Oh. Ja, genau. Seid ihr alle Wichser, ja? Ja, genau. Der Wichser, wo seid ihr? Wo seid ihr? Das möchtest du gern wissen. Ja, komm doch her. Möchtest du gerne. Wo seid ihr? Genau wie du in London oder in Österreich. Überall seid ihr, ja? Genau, da wo du nicht bist. Mein Schwanz ist auch überall, ja. Nee, der Schwanz kann ja nicht überall sein, der ist zu kurz, um überall zu sein. Genau, wir sind nicht da, wo du bist. Ach, du meinst eine Muschi? Der hat ja keinen Schwanz, das ist ja nur eine Muschi. Das ist eine Muschi, ja. Ja, das ist ja... Liebe euch alles, ja. Wie denn? Wie denn? Ohne Schwanz. Du bist... Ja, das hast du ja gemerkt in den letzten Anrufen. Du bist das Opfer hier gerade. Du Opfer. Du hast ja gesehen, wie erfolgreich du in den letzten Anrufen warst mit deinen zwei Mitarbeitern. Mann, bist du dumm. Du kapierst es immer noch nicht. Deine ganze Firma ist das Opfer. Du bist das Opfer. Er hat es noch nicht gelernt. Er muss noch ein bisschen... Jetzt hat er aufgehört. Hallo? 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 Guten Tag, ich bin gerade mit Herrn Stefanius. Ah, da ist er wieder. Du kannst seine Stimme nicht gut verstellen. Wer? Der dumme Scammer. Hey, Scammer. Du kannst deine Stimme nicht verstellen. Bist du immer noch... Bist du immer noch so doof? Lernst du nicht dazu? Ist schlecht, Junge. Wer oh Mann, ist der schlecht? Macht der sich lächerlich? Was seid ihr? Was seid ihr? Ihr seid sehr lustig. Ja, sind wir tatsächlich. Und ganz YouTube lacht über dich. Lustig. Ganz YouTube lacht über dich und deine Firma. Ja, ja, genau. Ganz in Deutschland Österreich, deine Firma. Österreich und England und die Schweiz, überall sind wir. Ja. Oh, überall, ja. Und in Dänemark und in Norwegen und in Finnland und überall seid ihr, ja. Hast du es jetzt verstanden?
Nee, hast du nicht. Nee, hast du nicht verstanden. Wir waren bei dir. Na, wiederhol's doch nochmal. Wo sind wir? Na komm, sag's nochmal. Wo bei dir? Sag's doch nochmal. Frag nochmal. Bitte, 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 bitte. Wie bitte? Bitte mach's für mich. Für mich. Ja, auch für mich. Bitte mach's für mich. Bitte.